Anton Pavic, richtig, ne? Ja, richtig. Keeper des Gastes heute, SV Brilon. 10 Dinger gekriegt. Am Ende des Tages 10 Dinger gekriegt, aber auch einige Male ausgezeichnet. Wie war das Spiel so für dich? Ja, normal ist ein schönes Erlebnis, hier mal zu spielen in so einem schönen Stadion. Mit so einer guten Mannschaft auch. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass es nicht zweistellig wird, aber jetzt einer mehr oder weniger macht es auch nicht mehr aus. Also ich bin ganz schön zufrieden mit unserem Spiel. Kurzes Fazit zum 1-0, da war ein kleiner Wackler vielleicht. Ja, man hat es noch gemerkt, wir waren anfangs noch sehr nervös und alles und ja, passiert sowas halt, ne? Und ja, danach haben wir uns wieder gefangen und Fehler passieren halt. Okay, du nennst 9 weitere Gegentore gefangen, alles klar, gute Einfahrt und alles Gute. Dennis Grote, 10-0 am Ende. Ihr habt jetzt schon 6-0 geführt. Was macht man in der Halbzeitpause? Wie geht man dann mit so einer Führung um? Also wie geht man aus der Kabine raus? Ach ja, das Weiterkommen zählt ja. Ich denke, wir haben unsere Sache hier souverän runtergespielt. Ganz klar gewonnen von der ersten Minute an. Das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben und wie dann letztendlich der Endstand ist, ob du 6-0, 5-0, 10-0 gewinnst oder 15-0, ist dann nicht so wichtig. Okay, konntet ihr vielleicht auch einige Sachen ausprobieren? Ja, ich denke schon, dass man es vielleicht auch gesehen hat, dass wir einiges ausprobieren wollten. Hat auch teilweise sehr gut geklappt. Die linke Seite war ja eher deine Seite, die war in der ersten Halbzeit sehr, sehr aktiv, in der zweiten Halbzeit habt ihr euch ein bisschen zurückgenommen, war das so abgesprochen? Nee, abgesprochen war das nicht, aber ich glaube nicht, dass wir in der zweiten Halbzeit weniger gemacht haben als in der ersten. Vielleicht wart ihr weiter weg und habt es nicht mehr so gut gesehen. Das ergibt sich ja aus dem Spiel raus. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit auch mehr über rechts gespielt haben als noch in der ersten Halbzeit und da war es ganz gut verteilt. Und würdest du jetzt sagen mittlerweile, dass die Handschrift des neuen Trainers schon bei euch angekommen ist? Ach ja, das kann man jetzt ja nach so einem Pokalspiel schwer sagen. Ja, generell, natürlich machen wir Fortschritte. Wir haben jetzt wieder eine Woche Zeit gehabt, wo wir richtig trainieren konnten jetzt, mit Ausnahme des Spiels heute. Und da werden wir schon Stück für Stück weiterkommen. Alles klar, danke. Malte Grasshoff, wir haben im Fanradio immer Wettlamp geschlossen, wer nach dem Abschluss des Torwarts den Kopfball bekommt. Rat mal, wer da gewonnen hat. Ja, wahrscheinlich 90% der Bälle gingen wahrscheinlich zu mir. Ja, richtig. Also wir haben dich als einer der überragenden Spieler im Mittelfeld gesehen. Wie hast du es selber gesehen? Ja, das Spiel war absolut in Ordnung. Wir haben 10-0 gewonnen. Wir haben unsere Pflicht erfüllt, würde ich sagen. Ja, ich sag mal, aber an den Gegner dürfen wir uns nicht messen. Wir müssen uns jetzt nächste Woche gegen Stuttgart Kickers messen. Dann müssen wir 3 Punkte holen. Und natürlich war das gut, gerade für mich, weil ich lange nicht mehr gespielt habe, dass ich jetzt mal wieder ein Spiel gemacht habe, weil insgesamt gesehen ist nächste Woche wichtig und diese Woche war das die Pflicht, die haben wir erfüllt und nächste Woche müssen wir dann ebenfalls 3 Punkte holen. Wenn man 6-0 führt zur Halbzeit, also normalerweise, wenn man ja irgendwie 1-0 hinten liegt oder so, nimmt man sich vor, irgendwie noch ein Spiel zu drehen oder vielleicht einen Ausgleich zu machen. Was nimmt man sich beim Spielstand von 6-0 noch vor? Ja, wir haben uns vorgenommen, genauso weiterzumachen. Wir wollten von Anfang an Druck machen, das haben wir gemacht, haben 6-0 geführt, Pause, das war gut und wir wollten die zweite Halbzeit genauso weiterspielen wie die erste. Ist es auch ganz gut gelungen. Natürlich sind ein paar Prozent dann weniger gewesen in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen. Aber das ist normal, wenn man 6 führt. Dass man, aber es war schon insgesamt war das schon gut und war schon vollkommen verdient heute. Rocky Krone, 10-0. So was schon mal erlebt? Ja, klar. Aber ein bisschen her. Okay. Was nimmt ihr denn so mit für die Meisterschaft aus so einem Erfolg hier? Ja, schwer zu sagen. Natürlich. Der Gegner ist natürlich in Klasse, ja, ein paar Klassen niedriger wie sonst. Und ja, das ist natürlich schwer zu sagen, was mitzunehmen. Bei der Situation deines Flugkopfballs, beim, glaube ich, 3-0 war es, ich habe auch ein bisschen den Überblick verloren, bist du ein bisschen gegen das Netz geflogen. Geht es da alles gut oder hast du dich verletzt? Nein, ich habe mich nicht, zum Glück nicht verletzt. Ja, alles gut. Herr Lohse, bei einem 6-0 Halbzeitstand, was gibt man da seiner Mannschaft mit auf den Weg? Ja, natürlich den Rhythmus hochzuhalten, auch in der zweiten Halbzeit den Zug zum Tor nicht zu verlieren. Und das haben wir anfangs ganz gut gemacht. Also ich glaube, sie haben dann mit Beginn der zweiten Halbzeit gemerkt, dass die Dinge, die ich angesprochen habe, auch gut umgesetzt worden sind. Man hat dann aber doch gemerkt, nach 20 Minuten der zweiten Pause, zweiten Halbzeit, dass wir nachgelassen haben. Und da waren noch 3, 4 Tore bestimmt möglich. Und da haben wir dann ein bisschen diese Entschlossenheit, die wir eigentlich an den Tag legen wollten, vermissen lassen. Und ist jemand für Sie dabei, der jetzt normalerweise im normalen Ligabetrieb vielleicht nicht so die Chance bekommen hätte, der Ihnen heute aufgefallen ist und den Sie vielleicht auch mal bringen könnten dann?
Ja gut, prinzipiell haben alle ihre Sache gut gemacht, glaube ich. Alle waren sehr engagiert und wollten sich gut präsentieren, haben für Torgefahr und Torerfolge gesorgt. Viele Torschützen haben sich in die Torjägerliste eingetragen, das war sehr gut. Und dennoch können wir natürlich so ein Spiel, wo wir froh sind, immer eine Runde weiterzukommen, nicht überbewerten und konzentrieren uns jetzt in der nächsten Woche auf das nächste Spiel gegen die Stuttgarter Kickers. Ja, und würden Sie sagen, jetzt sind Sie ja schon ein bisschen hier und dass die Mannschaft schon ihre Handschrift jetzt mittlerweile verstanden hat, vielleicht nicht das jetzt als Maßstab nehmen, sondern generell, also so die letzten Partien? Ja gut, es sind natürlich immer so Dinge, die wir auch erarbeiten müssen, das ist klar. Das tun wir auch ständig und dann, dass es nicht eine kontinuierliche Entwicklung immer gleich nach oben gibt, das ist glaube ich auch klar. Wir haben gegen Darmstadt zwei Eigentore geschossen, Schiedsrichterentscheidung gegen uns gehabt. Dann auch jetzt in den letzten Spielen, ja, vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt. Wir haben, statt die Latte zu treffen, kann der Ball auch gegen Rostock reingehen. Dann führen wir 2-1, dann ist das Stadion am Kochen. Jetzt in Saarbrücken waren wir dem Sieg auch sehr nah. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, haben wir in diesen Spielen auch ein bisschen die Killer-Mentalität vermissen lassen. Und die müssen wir versuchen zu entwickeln, voranzubringen, weil die nächsten Wochen werden nicht leichter, um Siege einzufahren, und wir müssen uns, jeder Einzelne ist aufgefordert, in solche Spiele hineinbeißen, von der ersten bis zur letzten Sekunde, so lange bis der Schiedsrichter abpfeift.